Weißt du, Dana, ich kaufe ihm dieses Unschuldslammgehabe nicht ab. Clark ist ein Schürzengänger. Das war er immer und wird er immer bleiben. Aber Saul, hast du nicht gesehen, wie nett er zu Sally war und was er zu ihr gesagt hat? Clark hat sie glücklich gemacht. Nein, Sally ist doch nicht dumm. Sie hat immer noch ihre Zweifel in Bezug auf diesen Schwerenöter. Meinst du das wirklich? Ja, das ist mein voller Ernst. Wo willst du denn hin? Störe ich Sally? Naja, eigentlich schon. Wir haben nämlich eine Frage. Wir haben überhaupt keine Frage. Komm schon, Dana, du störst hier nur. Clarky war doch vorhin so wahnsinnig liebevoll zu Ihnen. War das echt? Echt? Ja, Dala, das war echt. Er ist richtig wild nach Ihnen, nicht wahr? Schatz, dieser Knabe ist Wachs in meinen Händen. Oh, Dala, früher habe ich schon ab und zu meine Zweifel gehabt. War auch angebracht. Danke, Saul. Früher, da hatte ich so meine Zweifel. Aber jetzt weiß ich, dass er mich liebt. Aber natürlich tut er das, Sir. Sie sind ein wundervoller Mensch. Jetzt fang ja nicht an, hier rumzusitzen, okay? Hört mal zu, ihr beiden. Hört auf, euch wegen Clark und mir Sorgen zu machen, hä? Alles läuft prima. Unsere Ehe ist perfekt. Wir freuen uns so für Sie, Sally. Nicht wahr, Saul? Sicher, sicher. Okay, könnten wir jetzt wieder an die Arbeit gehen? Fantastisch. Oh, Adala... Nachher kommt eine junge Dame, eine Miss DeLorean. Julie DeLorean, okay? Wenn sie da ist, schick sie direkt in mein Büro, ja? Julie DeLorean? Die Autorin. Sie will mich interviewen. Sie will ein Buch über mich schreiben. Oh, okay, Sal. Klar doch. Miss DeLorean? Ist das nicht die Schnepfe, die du mit Clark gesehen hast? Ja, mit der hat er seine Spucke ausgetauscht auf dem Dachgarten. Wieso macht er ein Interview mit Sally? Was können sie und Clark noch ausgeheckt haben? Vielleicht weiß Clark gar nichts von diesem Buch. Das wäre ja ein tolles Ding. Hoho, ich würde zu gern den Ausdruck auf Clarks Gesicht sehen, wenn er da reingeht und sieht, dass seine Frau und seine Geliebte in ein intimes Gespräch vertieft sind. Du hast Hunger. Oh, ich bin nicht hungrig. Hier im Haus gibt's keine Rohrleitung. Also kann dieses Geräusch nur aus deinem Bauch kommen. Wie lange haben wir denn nichts mehr gegessen? Den ganzen Tag. Außer dieser Tasse Kaffee. Wen wundert's dann, dass ich hungrig bin? Magst du Italienisch? Ja, ich hätte Lust auf Spaghetti mit Fleischklößchen. Verstehe. Na gut, aber ich esse lieber Französisch. Ich hätte gern ein Filet Mignon und dazu eine Sauce Bernaise. Wir könnten auch etwas kommen lassen. Chinesisch. Dann würden wir die Abendnachrichten im Fernsehen nicht verpassen. Wo kriegen wir denn was zu essen her? Also ich weiß da nur einen Weg. Du sprichst von den Mülltonnen, oder? Fällt dir vielleicht was Besseres ein? Das schaffe ich nicht. Wir können ja noch ein paar Stunden warten. Ich verspreche dir, dann wirst du so einen Wahnsinnshunger haben, dass dir alles egal ist. Wie können Menschen nur so leben? Das ist kein Leben. Das ist Überleben. Gehen wir jetzt? Wir gehen jetzt. Komm. Thank you.
Ich glaube, ich träume. Das muss ein Wunder sein. Ich habe Erscheinungen. Hallo, Pierre. Hallo, Brooke. Wie geht's Ihnen? Oh, sind Sie schmal geworden. Bei Ihrer Hochzeit war da viel mehr. Darum werde ich mich heute Abend kümmern. Schön, Sie zu sehen, Pierre. Ich freue mich, Sie zu sehen, Eric. Sie beide waren schon eine Ewigkeit nicht mehr hier. Ich verspreche, das wird sich ändern. Wir werden jetzt häufiger kommen. Das wäre wundervoll. Aber Sie sind nicht zum Reden gekommen, sondern zum Essen. Kommen Sie. Okay. Ihr Lieblingstisch. Bitte schön. Danke. André, sehen Sie mal, wer da ist. Madame und Monsieur Forrester. Ich möchte, dass Sie Ihnen erstmal einen Aperitif bringen. Dann holen Sie eine Auswahl unserer besten Weine aus dem Keller und sagen dem Chefkoch in der Küche, dass wir heute ganz besondere Gäste haben. Was tust du denn hier? Ich mache ein Interview mit Sally. Du wirst jetzt auf der Stelle hier verschwinden. Clark, du tust mir weh. Du verschwindest. Und zwar sofort. Oh, Mr. Lorien. Sie sind schon da. Danke, dass Sie so schnell kommen konnten. Können wir gleich anfangen? Natürlich. Aber ich will nicht, dass Sie Ihr Gespräch mit Clark deswegen unterbrechen. Nein, Sie haben uns nicht unterbrochen. Ich habe nur ein paar Worte mit Ihrem Mann gewechselt. Also gut. Dann gehen wir doch in mein Büro. Bis später, Schatz. Ja, es sieht nicht schlecht aus. Danke, es war ausgezeichnet. Das war ein... Ich habe ihn vermisst. Pierre hat dich auch vermisst. Wir haben viel zusammen durchgemacht, Pierre und ich. Ja, wir haben diesem charmanten Franzosen sehr viel zu verdanken. Wenn ich an damals denke, kann ich nicht mehr nachvollziehen, wie ich das je in Betracht ziehen konnte. Dieses kleine Krankenhaus in Paris, Gott sei Dank bin ich noch rechtzeitig gekommen. Ich war so unglücklich. Ich dachte, dass... ich dich nicht lieben würde und Stephanie nie verlassen würde. Weißt du, ein Leben ohne dich und unseren Sohn wäre so unvollständig, so furchtbar leer. Ich vermisse Klein Eric. Wir sehen ihn doch gleich wieder. Ich weiß, aber ich bin eben meine Mutter. Ich kann nichts dagegen tun. Aber wir haben uns versprochen, dafür zu sorgen, auch Zeit für den anderen zu haben. Füreinander. Ich weiß. Ich schlage vor, wir genießen jetzt unser schönes, romantisches Dinner ohne unseren Jungen. Und wir machen uns keine Sorgen um kleinen Eric. Er ist in sehr fähigen Händen. Einverstanden? Einverstanden. Wo steckt denn Pierre auf einmal? Wieso? Wenn wir gleich bestellen, könnten wir in einer Stunde wieder zu Hause sein. Oh, dir geht es ja genauso wie mir. Du willst auch wieder schnell zu ihm. Ja, und ich will mit meiner jungen, hübschen Frau noch einen schönen Abend verbringen. Na, wie geht's meinen Lieblingsgästen? Hervorragend. Uns geht's gut. Wir würden gerne bestellen. Okay. Oh, ein Gericht steht nicht auf der Karte. Heute haben wir ein ganz spezielles Fleischgericht, das Sie lieben werden. Ein kleines, ganz zartes Rippenstück mit einer Sauce à la Pierre Jourdan. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass Sie es genießen werden. Das klingt fantastisch. Ich probier's. Sehr gut. Und Sie, Eric? Oh, ich nehme... das Übliche? Ja. Und wir sind ein bisschen in Eile. Sie verstehen. Aber ja. André? Oui, Monsieur. Die Herrschaften haben es sehr eilig. Monsieur nimmt das Menü und Madame das Pierre Jourdan Spezial. Tout de suite, Monsieur Pierre. Und bitte sagt dem Koch, dass die Herrschaften es wirklich eilig haben. Ich habe das Gefühl, dass Ihr Leben eine Inspiration für sehr viele berufstätige Frauen sein wird. Ihr Leben ist eine Geschichte des Erfolges. Sie haben jahrelang gekämpft, um in einer vom Konkurrenzkampf geprägten Branche zu überleben. Und der Erfolg gibt Ihnen recht. Sie haben alles erreicht. Ein florierendes Modehaus und einen liebenden und talentierten Ehemann. Ja, aber es war nicht immer so. Miss DeLorean, was ist denn? Es ist etwas Persönliches. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein, es tut mir leid. Hören Sie, so wie es aussieht, scheinen Sie ja völlig durcheinander zu sein. Was ist los? Ich habe zurzeit Probleme.
große Probleme mit dem Mann, den ich liebe. Und als Taylor Storm gerade eine Antwort auf seinen Antrag geben wollte, kam Rich vorbei. Rich? Er versuchte, Taylor davon zu überzeugen, dass sie meinen Bruder nicht heiraten soll. Das ist doch nicht dein Ernst. Doch. Taylor war so durcheinander, dass sie völlig überstürzt gegangen ist.